Jetzt gibt es auch die Chance, mal mit einem der Spieler zu sprechen. Tim, vor der WM sagte Christian Prokop, dass du ein Nationalspieler der Zukunft seist. Dann bist du während der WM für den verletzten Martin Strobel ins Team gekommen. Welche Erfahrung hat dir die WM-Vorbereitung und auch dann das direkte WM-Erlebnis gebracht? Ja, ich glaube, es war eine Riesenerfahrung für mich, gerade gegen die Top-Teams spielen zu dürfen. Ich habe es bis jetzt in meiner Karriere noch nicht gehabt, ein Halbfinale oder ein Finale spielen zu dürfen, geschweige denn überhaupt bei so einem großen Ereignis teilzunehmen. Ich glaube, auch wenn es dann leider am Ende ja, die Spiele, die ich dabei war, nicht so erfolgreich war, kann ich viel für mich mitnehmen. Ja, gerade in dem Halbfinale habe ich dann auch gesehen, wo es vielleicht noch an Kleinigkeiten fehlt. Und ich glaube, das bringt mir viel, um zu wissen, einfach wo ich an mir arbeiten muss. Kannst du da ein paar Beispiele nennen, wo du für dich persönliche Arbeitsaufträge gezogen hast? Ja, so ins Detail zu gehen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich glaube, taktisch einfach ein bisschen mehr das Spiel zu steuern, das ist mir in den Spielen nicht ganz so gut gelungen. Vielleicht ein bisschen variabler im Angriff zu spielen und gerade auch das Tempospiel, was der Trainer schon genannt hatte, ich glaube, da hat es ein bisschen auch gemangelt. Wie siehst du denn deine künftige Rolle in der Nationalmannschaft? Ja, ich glaube, ich muss noch meine Rolle ein bisschen ausarbeiten. Bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ich glaube, die ganzen Lehrgänge sind wichtig, einfach übers Training sich einzuspielen, seine Rolle zu finden und vielleicht auch einfach dadurch, dass man sich über die Lehrgänge dann mit den Nationalspielern, die schon länger dabei sind, messen kann und austauschen kann, glaube ich, werde ich da weiter in diese Rolle hereinwachsen. Nächste Gelegenheit dazu bietet sich ja neben dem Lehrgang am Samstag beim Länderspiel in Düsseldorf im ISS-Dom. Düsseldorf war für dich auch eine Karrierestation. Welche Bedeutung hatte dieser Teil deiner Laufbahn für dich gehabt und gibt es noch Verbindungen Richtung Düsseldorf? Ja, also ich habe ein Jahr in der Jugend bei Düsseldorf gespielt, das ist schon eine Weile her. Dadurch gibt es jetzt keine großen Kontakte dahin. Es war auch nur ein Jahr, daher hat es jetzt, glaube ich, keine Riesenbedeutung, aber natürlich ist jedes Jahr irgendwo auch was wert für die Entwicklung.